16 Jahre, von 2005 bis 2021, war Angela Merkel Bundeskanzlerin von Deutschland und dabei die erste Frau, die dieses hohe Amt bekleidet hat. Aber auch jetzt im Ruhestand hat sie nicht einfach frei und kann machen, was sie will, sondern muss tatsächlich noch einige strenge Regeln befolgen. In diesem Video verraten wir euch, welche Regeln das genau sind. Also bleibt unbedingt dran, hier bei Wissenswert. Ach, und schreibt uns bei dieser Gelegenheit doch mal in die Kommentare, ob ihr Merkel bereits vermisst oder es besser findet, dass sie inzwischen keine Kanzlerin mehr ist. Fangen wir an mit der ersten Regel. Eine sehr wichtige Regel, die Angela Merkel bis in ihr Lebensende begleiten wird, besagt, dass sie ihm auch als Rentnerin niemals einfach ohne vorherige Absprache einkaufen gehen, Freunde und Familie treffen oder irgendwelche anderen normalen Freizeitbeschäftigungen machen darf. Auch nach ihrer Amtszeit steht sie nämlich im Fokus von feindlichen Regierungen und natürlich anderen Menschen, die ihr Böses wollen. Daher wird die Ex-Bundeskanzlerin immer von Securities begleitet, die streng darauf achten, dass ihr niemand ungeplant zu nahe kommt. Egal was Merkel also machen will, sie muss immer ihre Pläne vorher mit ihrer Security absprechen, damit diese erst einmal alle möglichen Gefahren abschätzen und sie dann vor diesen schützen können. Ein freies Leben in der Öffentlichkeit ist so also gar nicht mehr möglich. Während sich die Security-Maßnahmen auch im Ruhestand für Merkel im Vergleich zu ihrer Amtszeit kaum unterscheiden, gibt es an einer anderen Stelle nun eine krasse Veränderung. Nachdem sie als Kanzlerin inklusive aller Zuschläge in etwa 35.000 Euro brutto im Monat verdiente, gelten hier nun andere Regeln. Zwar bekommt Angela Merkel erst einmal noch 3 Monate ihr altes Gehalt, danach muss sie allerdings mit weniger Geld auskommen. Genauer gesagt mit etwa 15.000 Euro brutto im Monat. Das ist natürlich immer noch eine große Summe, allerdings war sie auch 16 Jahre lang Kanzlerin sowie 31 Jahre lang Bundestagsabgeordnete und muss nun mit nur etwa der Hälfte ihres alten Gehalts auskommen, was zunächst einmal eine große Umstellung sein dürfte. Weiter geht's mit der nächsten strengen Regel, die Merkel nun im Ruhestand befolgen muss. Eigentlich wäre die studierte Physikerin und Politikerin mit ihren Qualifikationen sicherlich bei den größten Unternehmen in Deutschland sowie im Ausland sehr begehrt und würde dort auch Millionengehälter verdienen. Doch es gibt ein sehr großes Problem, das auch schon viele Ex-Kanzler vor ihr erfahren mussten. Gerhard Schröder zum Beispiel sorgte für großen Ärger in der Bevölkerung, als er später in der russischen Energiewirtschaft tätig wurde. Auch der ehemalige US-Präsident Barack Obama geriet in die Kritik, als er nach seiner Amtszeit einen großen Deal mit Netflix schloss. Wirklich verboten ist es für Angela Merkel zwar nicht, sich einen neuen Job nach ihrer Kanzlerschaft zu suchen, aber sie muss zumindest sehr aufpassen, dass sie damit nicht ihren Ruf und den Ruf des Landes schädigt. Und das wäre in der freien Wirtschaft mit einem hochbezahlten Job schnell passiert. Weiter geht's mit einer Regel, die zeigt, dass Merkel auch in ihrem Ruhestand nicht wirklich zur Ruhe kommen kann. Denn auch wenn Angela Merkel eigentlich geplant hat, in ihrer Rente mit ihrem Mann wandern zu gehen, Ski zu fahren oder auch mal gemütlich alleine zu Hause Bücher zu lesen, wird nämlich von ihr erwartet, nicht einfach zu faulenzen. Obwohl ihre Amtszeit offiziell beendet ist, muss sich Angela Merkel trotzdem nämlich noch um sogenannte nachwirkende Amtspflichten kümmern. Hierzu erhält sie sogar ein ganzes Büro mit insgesamt 9 Mitarbeitern, einem Büroleiter, einem stellvertretenden Büroleiter, 2 Fachreferenten, 3 Sacharbeiter und 2 Fahrer. Die ehemalige Bundeskanzlerin wird also auch jetzt noch genug zu tun haben, denn das steuerfinanzierte Büro kostet monatlich über 50.000 Euro und muss dementsprechend auch für etwas genutzt werden. Für private Angelegenheiten oder gar einen neuen Job darf Angela Merkel das Büro und die Angestellten übrigens nicht nutzen. Gedacht ist das Büro für die Organisation von diversen Pflichten, die Altkanzler in ihrer Rente so nachgehen müssen. Beispielsweise, wenn Merkel eine Rede bei einer Trauerfeier eines Politikers hält oder an politischen Diskussionsrunden teilnimmt. Während Merkel auch nach ihrer Amtszeit also ein Büro und Mitarbeiter hat, ist sie, wie unsere nächste Regel zeigt, in anderen Bereichen stark eingeschränkt. Da sie nun offiziell keine Kanzlerin und auch keine Bundestagsabgeordnete
Bundestagsabgeordnete mehr ist, gilt nämlich die Regel, dass sie nun auch keinen Sitzplatz mehr im Bundestag hat. Damit ist tatsächlich nicht nur gemeint, dass sie keinen eigenen Stuhl mehr im Bundestag zugewiesen bekommt, sondern Merkel darf sich sogar nicht mal mehr einfach so im Bundestag aufhalten. Sie konnte nämlich nicht einmal mehr ihrem Nachfolger Olaf Scholz direkt nach seiner Wahl zum Bundeskanzler gratulieren, da sie sich sofort nach Dienstende nur wie gewöhnliche Passanten auf der Besuchertribüne im Bundestag aufhalten durfte. Nach all der Zeit im Amt dürfte dies eine große Umstellung für Merkel bedeuten und ihren Einfluss auf das politische Geschehen in Deutschland völlig stilllegen. Eine weitere heftige Umstellung, die Angela Merkel schwerfallen dürfte, ist auch, dass sie nun das Bundeskanzleramt nicht mehr als private Wohnung nutzen darf. Ganze 16 Jahre lang und damit von Kohl abgesehen länger als alle anderen Bundeskanzler, hatte sie nämlich auch hier das Sagen. Das Bundeskanzleramt ist 8-mal so groß wie das Weiße Haus in den USA und verfügt neben vielen Büros auch über zahlreiche private Wohnräume, die Angela Merkel für sich nutzen durfte. Auch wenn Merkel zwar noch eine eigene Privatwohnung in Berlin hatte, verbrachte sie viel Zeit im Kanzleramt und lebte dort wie in einer Zweitwohnung. Diese, nach 16 Jahren von einem auf den anderen Tag aufgeben zu müssen, fiel ihr und auch den zahlreichen Mitarbeitern, die sich dort um ihr leibliches Wohl kümmerten, sehr schwer. Die nächste Regel betrifft ebenfalls die Wohnsituation von Angela Merkel. Und zwar träumt Merkel nach eigener Aussage schon lange von einem ruhigen Landleben. Sie besitzt zum Beispiel zusammen mit ihrem Mann schon seit 30 Jahren ein eigenes Wochenendhaus in Hohenwalde, das in der malerischen Uckermark liegt. Sich aber einfach hierhin zurückzuziehen und ein ganz normales Leben auf dem Land zu führen, ist für die ehemalige Kanzlerin aber nicht erlaubt. Genau wie in ihrem Hauptwohnsitz Berlin gelten nämlich auch hier weiterhin strenge Sicherheitsregeln. So muss nicht nur ihr Haus gesichert werden, sondern Merkel muss sich auch hier mit ihren Securities vor geplanten Aktivitäten absprechen, um so nicht in Gefahr zu geraten. Dadurch kann es sein, dass sie, selbst wenn sie nur in ihren eigenen Garten geht, immer Rücksprache mit einem Sicherheitsbeamten halten muss, da das Gartengelände von außen einsehbar ist. Auch ein Spaziergang im Wald kann das Paar nicht spontan alleine beginnen, da sie in der Öffentlichkeit immer Schutz benötigen. Das klassische entspannte Landleben bleibt für Merkel also wohl ihr Leben lang nur ein Traum. Die nächste Regel, die Angela Merkel auch nach dem Ende ihrer Kanzlerschaft befolgen muss, betrifft ihr Verhalten in der Öffentlichkeit. Genau wie in ihren aktiven Zeiten als Politikerin wird von ihr, nämlich auch im Ruhestand, noch erwartet, dass sie sich zu jedem Zeitpunkt tadellos benimmt und nie unangenehm auffällt. Zwar ist es bei Angela Merkel ohnehin schwer vorstellbar, dass sie sich beispielsweise auf Partys daneben benimmt oder mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Trotzdem muss sie bei allem, was sie in ihrer Freizeit tut, immer im Hinterkopf behalten, wie dies auf die Öffentlichkeit wirkt und was es auslösen könnte. Sobald sie irgendjemand sehen könnte, muss sich die ehemalige Kanzlerin also würdevoll benehmen. Selbst kleine Verfehlungen würden nämlich international in der Presse für Aufsehen sorgen. Was für Angela Merkels Verhalten in der Öffentlichkeit gilt, gilt übrigens auch für ihre Mediennutzung. Da Angela Merkel durch ihre Amtszeit natürlich auch über vieles Bescheid weiß, was nicht an die Öffentlichkeit gelangen werden darf, gelten sowohl für ihre Accounts, aber auch für ihre Hardware sehr strenge Sicherheitsbestimmungen. Damit die Geräte und somit die Kommunikation der Ex-Kanzlerin nicht von feindlichen Mächten abgehört werden können, darf Angela Merkel nicht einfach normale iPhones oder Laptops benutzen. Stattdessen bekommt sie spezielle Geräte oder zumindest von Sicherheitsexperten eingerichtete Hardware. Angeblich soll sie, bevor sie einen Anruf annehmen kann, erst einen 7-stelligen PIN-Code eingeben müssen, um so überhaupt telefonieren zu können. Ebenfalls darf sie auf ihren Geräten keine Apps installieren, da sie alle speziell modifiziert sind und die Nutzung von fremder Software gar nicht zulassen. Die letzte Regel, die Merkel nach ihrer Kanzlerschaft befolgen muss, betrifft streng genommen nicht mehr sie persönlich. Es geht nämlich um ihre Bestattung. Während bei normalen Privatpersonen ja eigentlich die Hinterbliebenen vollständig darüber bestimmen können, wie eine Beisetzung aussehen soll, ist es bei einer wichtigen Person der Öffentlichkeit wie einer Ex-Kanzlerin natürlich nicht so einfach. Auch viele Jahre nach der Amtszeit wird Angela Merkel noch ein Staatsbegräbnis bekommen. Hierzu
wird es dann einen großen Staatsakt und einen riesigen Trauerzug sowie eine öffentliche Veranstaltung geben, bei der sich die Bürger von ihrer ehemaligen Kanzlerin verabschieden können. Diese Zeremonie muss Merkel bereits in ihrem Ruhestand zusammen mit Soldaten der Bundeswehr planen, um so eine Trauerfeier nach ihren Vorstellungen ausrichten lassen zu können. Das war's nun auch schon mit unserem Video. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, welche dieser Regeln euch denn am meisten überrascht haben. Ansonsten liked das Video, wenn es euch gefallen hat, und wir sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut!